Das war's. Eventuell. Weil die restlichen Kämpfe hatten wir ja alle schon. Und rasender Fraiser. Let's go, die What-If-Saga. Ich bin Fraiser. Ich werde unsterblich werden und das Universum beherrschen. Hallo, Fraiser. Was? Vegeta hat mich verraten? Der Erdlingsstaub stört mich auch noch. Och nein. Okay, dann soll die Ginyu Force mal ein bisschen Hausarbeit machen. Ich hole mir inzwischen den Dragon Ball, hehe. Die Dragon Balls, bitte. Ich weiß, ich bin voll unepisch. Was? Sie sind vor mir? Was? Mist, die kommen mir nicht davon. Ach da. Ich zeige ihnen, was Terror heißt. Oh, Freezer, der Terrorist. Freezer Summer. Na, wenn das so ist. Gut gemacht. Du hast meinen Traum von der Unsterblichkeit zerstört. Bitch. Ich halte das nicht aus. Ihr Missgeber, ich mache euch alle fertig. Und mit dir fange ich an. Ich töte euch alle. Ja, jetzt müssen wir mit Fraiser kämpfen. Todesstrahl, Fraiser-Albtraum, also Freezer, ja, Killerball. Okay, Meteoritencrash. Okay, kennen wir schon. Wir haben ja schon einiges davon mitbekommen. Fangen wir erstmal mit dem Killerball an. Wow. Sorry, aber ich dachte, jetzt kommt der Deathball. Deathbeam. Au. Deathbeam. Mann, ich wollte ihn grabbeln. Ich will dich grabbeln. Komm her. Boom. Haha. Tot. He died. Neuer Skill. Deathbeam. Getötet. Oh, der wird zum Super Saiyan. Jetzt muss ich. Wie nervig. Hör auf damit oder du wirst es bereuen. Ja. Jetzt kommt Piccolo. Gleich mal Death Ball. Oder Killerball. Also eigentlich die gleiche Attacke wie. Irgendwie dieser komische Bash oder Flash oder. Nein, Bagrinkima! Stimmt, er kann ja erst die Bagrinkima gegen mich einsetzen oder was auch immer das für ein Scheiß ist. Aua! Aha! Nochmal ein Killerball! Zack, 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 zack! Zack, 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 zack! Deathbeam! Was? Naja, steht nie wieder auf. Das war einfach. Jetzt bist du nur noch übrig. Vegeta! Ja, was mit Krillin? Hat er ihn nebenbei. Wahrscheinlich hat er irgendwie so einen Kollateralschaden abgekriegt und ist einfach, keine Ahnung, an einem Stein gestorben, der dabei aufgewirbelt wurde. Du, 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 Teufelstanz. Okay.
Hi. Ich bin eine Puppe. Ich zeige dir meine ultimative Power, schlimmer als der Tod selbst. Der Tod ist allgemein bei Dragonborn nicht schlimm. Ist sogar voll entspannt, Alter. Ja, in der Tat. Wie man auch nur die endgültige Form hat. Naja, gut. Es gibt nur die Form und Deathbeam. Nein. 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 Wow. Diese Kämpfe sind sehr leicht. Zock, tot. Gleiche Animation wie eben. Dass ich böse, blöde Witze hate. Neuer Skill. Endgültige Form. Ausgezeichnet. So, jetzt müssen wir noch. War's das? Kommt Goku gar nicht mehr? Ich hätte jetzt gedacht, es kommt noch so ein Goku. Aber wenn nicht, dann. Doch, der wahre Herrscher. Wahrscheinlich kommen noch zwei Kämpfe oder so. Ich lass dich nicht weg. Was ist das denn, ey? Da ist er, der Super Saiyajin. Ich weiß nicht, woher der Schatten kommt. Ich meine, es gibt drei Sonnen. Eigentlich müsste das theoretisch sich... Obwohl, naja, es sind auch Schatten, also okay. Aber ich finde es immer lustig, manchmal wird das durch... werden so Schatten von sich selber... werfen die sich selber Schatten. Als oh, 100%ig endgültige Form habe ich jetzt. Todesball. Oh, okay. Mal gucken, ob das schwer wird, oder... Ne, das war falsch. Aua. Ha, Todesball. Ich musste währenddessen nachdenken, ob das so stimmt. Mann, ist der klein. Boom, Explosion. Nein, er hat mich aus meiner perfekten Form geballert. Death Beam. Ach, Lecko Mio. Aua. Yeah, gewonnen. Mensch, es läuft ja richtig. Der Unterschied zwischen Durchschnitt und leicht ist sehr groß. Also das ist wirklich, das ist nur eine Stufe. Also, oh mein Gott, er hat mir den Zahn ausgeschlagen. Stimmt das? Ist er nicht endgültige Form? Yay! Damit haben wir den. Das geht gar nicht, weil Purunga kann ich nicht. Wie glücklich er aussieht! Ah! Das. Er sah richtig süß aus. Ah!
Oh, das wird das Thumbnail, definitiv. Das wird definitiv das Thumbnail. Der sieht super aus. Ja, das ist eine sehr Worst Case What if. Nun denn. Haben wir jetzt ein bisschen Vegeta. Dup, 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 dup. Theoretisch? Doch, 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 doch. Zwei oder drei Kämpfe eventuell. Gar nicht so toll sein, wie ich dachte. Nicht so, ihr seid nicht so toll. Oh, er hat das, den Fußabdruck im Gesicht. Ja, ist der. Ich wollte einfach nur stark werden. Ja, ja. Coole Musik. Super Saiyajin, Gallic Gun, ja gut. Immer noch die Ashes und die Gallic Gun. Und Super Saiyajin. Was? Was? Hat mich aus der Combo gegrabt, ey. Nein! Gallica Ho! Shit. Nein! Haha, jetzt hau ich dir auf die Fresse. Aua. Hat er mich aus meiner Super Saiyan-Form gekickt. Gallica Ho! Und tot. So viel dazu. Schön, dass sie einen Nebel darüber gelegt haben. Nummer 19 kann von 19. Ja, genau. Big Bang Attack. Bika Banga Takra. Oder so. Dr. Gero. They're gone. So, jetzt werden wir als Vegeta den hinterherfliegen. Die Blödmänner. Ja, genau. Er sagt auf jeden Fall blöd, Mann. Zu Goku, um ihn zu töten. Jetzt gibt es einen Fight gegen sie, den wir, also den Vegeta eigentlich crazy verkackt. Ja. La 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 la. Dafür, dass die Saiyajin eine der, oder die stärkste Rasse, Kriegerrasse der, im Universum sein sollen, sind die aber ganz schön minder zurückgeblieben in der Stärke. Das ist beeindruckend. Ich meine, alles! Aua, alles ist stärker als die. Gefühlt. Mist, das wollte ich nicht. Ich wollte. Aua. What? Ich sehe gar nichts. Ich hab sie irgendwo reingeballert.
Ich mag es nicht, wenn ich auf der rechten Seite stehe. Dankeschön. Schön, dass ihr mir zuhört. Gellige Ho in die Fresse. So. Sie geht mir auf die Nerven. Nicht die geringste Reaktion. Boom, Arm gebrochen. So, das war Slow-Mo. Nicht Slow-Motion. In der Serie war das Slow-Motion. So. Das müsste die Folge dann gewesen sein. Ah, wahrscheinlich. Ja, genau. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Kampf. Vegeta gegen. Dings? Vegeta gegen. Cell wahrscheinlich, weil der kämpft auch gegen ihn kurz. Dann Trunks gegen Cell. Ja, das würde ich. Vermute ich jetzt einfach mal. Spontan. Viel mehr Kämpfe gibt es nämlich einfach nicht. Das ist es. Vielleicht noch Tien gegen Cell, aber. Das hast du gut gemacht, Vegeta. Feiner Junge.